das geht jetzt wirklich zu weit. Also ich habe schon öfter Pakete mit Müll bekommen, aber der Typ jetzt hat wirklich den Vogel abgeschossen. Also es ist wieder so ein Paket gekommen und ich pack's halt so aus und da ist ein Zettel drin. Kannst du bei meiner Rolex mal bitte die Batterie tauschen? Ich denke mir einfach nur so, was geht, mach das Teil halt auf. Außenverpackung sah wirklich echt aus, hier drin der Schaumstoff nicht so. Also die Box hat mich schon getäuscht, ich habe mir sogar extra Handschuhe angezogen und dann mache ich das halt so auf. Und Digga, GMT Master 2 Batman Oyster Band sieht wirklich gut aus. Die Papiere sehen da eher nicht so echt aus, sondern sehr schimmerndes Grün. Naja, es gibt halt Superclones mit Keramiklünette, teilweise sogar echten Teilen modifiziert, also da sieht man wirklich keinen Unterschied von außen. Aber wo man es immer sieht, ist einfach das Uhrwerk, hier so ein Billiguhrwerk, aber bei der Uhr waren sogar die ganzen Stempel drin, also es hat mich wirklich fast getäuscht. Aber unter dem Mikroskop sieht man dann die Oberflächenbeschaffenheit der Teile und hier erkennt man, das ist definitiv keine. Da war definitiv auch ein bisschen Dreck drin, also jetzt funktioniert die Uhr eigentlich ganz sauber. Aber Leute, einfach aufpassen, lasst euch nicht abziehen, diese Superclones heutzutage sind wirklich krank.